Deine Mitschüler verwandeln sich ein nach dem anderen in Zombies und wollen nur eins, dich umbringen. Was würdest du tun, wenn du in der Schule gefangen wärst und um dein Leben fürchten müsstest? Ich werde mit dir alle Fehler durchgehen und dir zeigen, wie man die Zombies in All of Us Are Dead besiegen kann. Es beginnt, wie zu erwarten, mit Gewalt. Auf einem Dach prügeln Schüler einen Jungen fast tot und werfen ihn dann vom Dach, damit er auf dem Weg nach unten auf alle Schilder prallt. Danach wacht sein Vater in seinem Krankenhausbett über ihn und die Augen des Jungen werden rot und blutig. Sein Kiefer bricht und er brüllt, dass er töten will. Die Jungs, sein Vater, jeden. Der Mann nutzt sein Medizinstudium und schlägt seinem Sohn mit einer Kopie der Bibel den Kopf ein. Wir erfahren, dass Mr. Lee, der Vater, der dem Begriff Buchclub eine ganz neue Bedeutung gegeben hat, Lehrer an der Hyosen High School ist und dass sein Sohn Jin-Soo ein Außenseiter ist, der von seinen Mitschülern unerbittlich schikaniert wird. Wir lernen die Bande der schädlichen Tyrannen schon früh kennen, ebenso wie eines ihrer ehemaligen Mitglieder, Soo-Hyuk, der in ihr Fehlverhalten eingreifen will, aber dem Kämpfen abgeschworen hat. Mr. Lee war als Genie bekannt, wurde aber nach dem Verschwinden seines Sohns distanziert und exzentrisch. Einige Zeit später wird die Schülerin Kim Hyun-Yo im Wissenschaftslabor der Hyosan High School versehentlich von einem Hamster gebissen, der mit einem von Mr. Lee geschaffenen Virus infiziert ist. Kurz darauf erfahren wir, dass Mr. Lee einen Virus entwickelt hat, der Angst in Wut umwandelt. Ein nobles Unterfangen gegen Mobbing. Wenn auch offensichtlich fehlgeleitet, vor allem, wenn man bedenkt, dass Mr. Lee zu diesem Zeitpunkt ganz klar ein Psychopath ist. Er entführt die infizierte Schülerin Hyun-Yu und hält sie in seinem Büro gefesselt, während er darüber vloggt. Dann hält er den Schülern verrückte Vorträge darüber, wie der schiere Überlebenswille ein ganzes Ökosystem bestimmt, wobei er sich besonders auf Viren und Parasiten konzentriert. Es dauert nicht lange, bis Hyun-Yu sich aus dem Büro befreit und enthüllt hat, was mit ihr passiert ist. Aber die Infektion hat sie fest im Griff, sodass sie sich wehrt und beißt und On-Yu, dessen Vater Ersthelfer ist, eine Schramme abbekommt. Im Kampf hat Hyun-Yu, die übrigens zu der Bande gehört, die Jun-Soo schikaniert hat, was Mr. Lees mangelndes Mitgefühl erklärt, eine der Schulschwestern gebissen. Bald darauf beißt sie einem Schüler das Gesicht ab und er taumelt mit der verräterischen, ruckelartigen, knackigen Art eines Zombies auf die Beine. Und schon breitet sich die Infektion aus, und zwar schnell. Okay, das wäre ein sehr guter Tag gewesen, um sich krank zu melden. Ein Zombie-Virus wurde gerade in deiner Schule freigesetzt und es ist erschreckend. Aber es gibt bereits ein Detail, das uns helfen könnte zu überleben. Das Erschreckendste an der Sache sind nicht die Zombies. Es ist vielmehr, wie schnell sich der Junge verwandelt hat, nachdem er gebissen wurde. Er brauchte genau 20 Sekunden, um zu sterben und insgesamt nur 30 Sekunden, um sich in einen wandelnden Leichnam zu verwandeln. Bei diesem Tempo dauert es nur noch wenige Minuten, bis die ganze Schule infiziert ist. Das bedeutet, dass wir nur sehr wenig Zeit haben, um zu entscheiden, was wir tun sollen. Dein natürlicher Instinkt wird sein, so schnell wie möglich vom Schulgelände zu rennen. Aber es gibt einen Grund, warum das ein Fehler sein könnte. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass Zombie-Ausbrüche nicht eingedämmt werden können. Sie werden nur verlangsamt. Irgendwann werden sie sich überall ausbreiten und das bedeutet, dass die Außenwelt genauso gefährlich sein wird wie das Schulgelände. Gebäude sind sehr wertvolle Ressourcen, denn wenn wir sie verlassen, müssen wir uns einen anderen Unterschlupf suchen, der Nahrung, Wasser und Räume zum Verstecken bietet. Das alles haben wir bereits, einschließlich einer Küche, die Lebensmittelvorräte für tausende von Schülerinnen und Schülern hatte. Das Klügste ist, die Schule wie eine Burg zu verteidigen und die Zombies nach und nach zu vertreiben. Wenn du dich dazu entschieden hast zu bleiben, müssen wir den besten Ort zum Verstecken finden. Vielleicht denkst du daran, dich in einem der Klassenzimmer zu verbarrikadieren, bis die Rettung eintritt, aber das wäre ein weiterer vermeidbarer Fehler. Wenn du dich hier umsiehst, wirst du feststellen, dass es sich um Schiebetüren handelt, was bedeutet, dass das Einzige, was sie an Ort und Stelle hält, ein kleines hölzernes Schienensystem am oberen Ende des Rahmens ist. Das ist definitiv nicht genug und deshalb brauchen wir überall dort, wo wir uns verstecken, eine herkömmliche Flügeltür, die viel stabiler ist. Außerdem wollen wir einen Ort wählen, der einen strategischen Vorteil bietet, damit wir so lange wie möglich überleben können. Das sind Orte, an denen sich wertvolle Ressourcen wie Nahrung, Wasser, Technologie oder alles, was wir zum Überleben und zum Erhalten von Hilfe brauchen, befinden. Wenn du mitten in einer Zombie-Epidemie bist, ist es schwer, so weit vorauszudenken. Aber der wertvollste Ort in jedem Gebäude ist der Sicherheitsraum. Wenn wir die gesamte Schule überwachen können, können wir die Bewegungen der Zombies verfolgen und haben so eine bessere Chance, die Ressourcen zu bekommen, die wir zum Überleben benötigen. Du denkst vielleicht, dass es hier keine gibt, aber die Regierung in Korea hat 26 Millionen ausgegeben, um in jeder einzelnen Schule der Stadt Überwachungskameras zu installieren. Das bedeutet, dass wir ziemlich sicher sein können, dass diese Schule über Kameras verfügt, die in ein Sicherheitssystem eingespeist werden, und das wird ein großer Vorteil sein. Während einige Schüler in einem Klassenzimmer Zuflucht suchen, wird Hyun-Ju ins Krankenhaus gebracht und Herr Lee auf die Polizeiwache. Hier erfahren wir durch Vlogs von Herrn Lee, wie und warum er das Virus geschaffen hat und versucht, die Angst seines Sohnes zu nutzen, damit er sich in der Schule verteidigen kann. Während Mr. Lee seine Videos aufnimmt, ist Jun-Soo ans Bett gefesselt und betäubt, während die Mutter am Boden liegt. Das Experiment war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber Mr. Lees Trauer und Wut haben ihn rücksichtslos gemacht. Jetzt läuft eines der Produkte seines Experiments im Krankenhaus und Hunderte, wenn nicht Tausende, laufen in der Highschool frei herum. In der Cafeteria unterhält sich On-Yu sich derweil mit ihrem Kindheitsfreund Jung-Soon und das Mädchen gibt zu, dass sie in einen seiner Freunde verknallt ist.
Er fragt, ob der Junge sie auch mag, aber sie weiß es nicht. Unsicher beginnt sie zu gehen und da merkt der Junge, dass er etwas für sie empfindet. Aber er hat sich den denkbar schlechtesten Zeitpunkt für eine Highschool-Romanze ausgesucht. Plötzlich stürmt eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern in die Cafeteria und zerschmettert die Eingangstür. Niemand versteht, was vor sich geht, und als die Schüler ungerechterweise anfangen, sich zu drängeln, stürmen Zombies in den Raum. Jung-sun hebt sich auf und schaut sich nach einem anderen Ausweg um. Sie gehen zu den Fenstern, um zu versuchen zu entkommen, und On-yo klettert als erster hindurch, wobei ein Junge dicht hinter ihm ist. Sie landen draußen und rennen durch die Schule, bis sie den Fußballplatz erreichen. Aber ihre Wege sind versperrt. Überall sind Zombies und sie können nirgendwo mehr hin, aber sie versuchen es trotzdem, bis plötzlich ein Truck angefahren kommt, der gegen die Schule fährt. Sie sehen ihre Chance, klettern schnell auf das Dach und schaffen es, sich auf diesen Balkon zu ziehen, wo sie ein Fenster finden, das zurück in das Gebäude führt. Sie bahnen sich ihren Weg durch die Gänge und finden ein Klassenzimmer, in dem andere Schüler Schutz suchen und an die Fenster klopfen, um Hilfe zu holen. Die Schülerinnen und Schüler lassen sie schnell hinein. Beide sind erleichtert, aber die Situation wird nur noch viel schlimmer werden. Die Schüler haben ein willkommenes Maß an Intelligenz. Sie erkennen, dass ihre Anrufe beim Notdienst wie Streiche klingen, also ruft On-yo die Feuerwehr an, um einen Brand zu melden, weil sie weiß, dass sie ihren Vater schicken werden. Plötzlich kommt der Sportlehrer in das Klassenzimmer, in dem sich die Schüler verstecken. Er übernimmt sofort die Kontrolle und weist die Kinder an, den Eingang zu verbarrikadieren. Schnell befolgen sie seine Anweisungen, doch erkennen, dass er einen Biss am Arm hat und verlangen, dass er geht. Doch da ist es schon zu spät. Er dreht sich um und schafft es, Min-ji zu beißen, der sich ebenfalls verwandelt. Dank Daesus Ringen, Soo-hyuks Kampfkünsten und dem geschickten Einsatz von Barrikaden gelingt es der Gruppe aus dem Klassenzimmer zu entkommen und sich einen Weg durch die Gänge zu bahnen, um in einem anderen Zimmer Schutz zu suchen. Gemeinsam rennen sie durch das Gebäude, um ein anderes Versteck zu suchen, doch am anderen Ende des Flurs tauchen weitere Zombies auf. Der junge Soo-hyuk wehrt sie ab, so gut er kann, und die anderen reißen die Fensterrahmen ab und benutzen sie wie eine Schutzwand. Der große Junge stürmt mit der Tür nach vorne und fängt an, die Monster wegzudrängen. Es funktioniert und die Schüler haben es geschafft, sie ins Treppenhaus zurückzudrängen und die Chance zu nutzen, in den nächsten Stock zu rennen. Na gut. Diese Schüler hätten die ganze Situation vermeiden können. Als der Lehrer in ihr Klassenzimmer kam, fragte der Junge, ob er gebissen wurde, und der Typ sagte einfach nein. Aber sie zwang ihn nicht, es zu beweisen. In einer solchen Situation würde jeder verzweifelt sein. Ich hätte den Lehrer gezwungen, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen, um zu beweisen, dass er keine Bisswunde hat. Sonst muss er gehen. Vertrauen kann uns leicht zum Verhängnis werden, wenn man nicht so sorgfältig damit umgeht. Deshalb würde ich eine strenge Strip-Searching-Politik einführen, bevor jemand Neues in die Gruppe aufgenommen wird. Wenn wir die Stärken und Schwächen unserer Feinde kennen, können wir sie effizienter töten. Aber das können wir nur lernen, indem wir ihr Verhalten beobachten. Zum Glück gab es bereits Anzeichen, die uns mehr über den Zombie-Virus verraten, wenn wir aufmerksam sind. Eines der gefährlichsten Dinge an diesem Szenario ist nicht nur, dass sie dich beißen können, sondern auch, dass sie eine enorme Kraft entfalten können, wenn sie sich zusammenschließen. Interessant ist, dass diese Dynamik bei sogenannten Crowd-Crush-Vorfällen ausgiebig untersucht wurde. Ein modernes Beispiel dafür ist das Konzert von Travis Scott auf dem AstroWorld Festival, bei dem über 300 Menschen verletzt wurden. Die Mechanismen von Crowd-Rush sind tatsächlich erschreckend, denn wenn es genug von ihnen gibt, können diese Zombies eine Druckwelle verursachen, die so dicht gepackt ist, dass sie buchstäblich Tausende von Kilo in jede Richtung ausheben kann. Eine solche Menge von Zombies kann man nicht aufhalten. Und wenn man bedenkt, dass die meisten dieser Klassenzimmertüren aus Glas oder Holz sind, ist klar, dass wir uns in eine sichere Umgebung begeben müssen, bevor es zu spät ist. So gefährlich es auch ist, es könnte auch etwas sein, das wir bei einem Massenansturm gegen sie verwenden können. Menschen werden Opfer ihrer eigenen Biologie, weil der reine Instinkt die Oberhand gewinnt und verhindert, dass Tausende von Menschen ruhig bleiben können. Instinkt ist genau das, was Zombies tun. Wenn man ihnen den richtigen Auslöser und eine Ablenkung gibt, können wir sie vielleicht in einen kleinen Bereich wie einen dieser Treppenhäuser treiben und sie gegen ihr eigenes Gedränge zwingen, wo sie nicht entkommen können. Sie schaffen es bis zum nächsten Stockwerk, aber sie sind von beiden Seiten umzingelt. Als sie versuchen, in den Klassenraum zu gelangen, stellen sie fest, dass die Tür mit einem Vorhängeschloss verriegelt wurde. Es gibt keinen Weg hinein, aber da hat On-yo eine clevere Idee und greift nach dem Feuerwehrschlauch. Sie zieht ihn aus der Kiste und benutzt ihn, um das Schloss aufzubrechen. Alle Schülerinnen und Schüler rennen schnell hinein, bevor sie die Tür hinter sich zuschließen. Jetzt sind sie vor den Monstern sicher und alle beginnen, die Fenster zu verbarrikadieren, um die Zombies am Eindringen zu hindern. Die Klasse macht eine Pause und macht es sich gemütlich, während sie auf Hilfe wartet, aber es sieht langsam hoffnungslos aus. In den wenigen Momenten zwischen den Massakern sind es nur noch Teenager. Jungs, die verknallt sind, Mädchen, die nach einem Gefühl der Zugehörigkeit suchen, und jetzt kommt erschwerend hinzu, dass einige Schüler, wie zum Beispiel Isaac, die Tatsache verheimlichen, dass sie gebissen worden sind. Und du dachtest, deine Zeit an der Schule wäre kompliziert. Ihre Hand ist kalt und Blut tropft von ihrer Nase. Sie wurde gebissen und das Mädchen versucht es zu leugnen, aber die Anzeichen sind eindeutig. Jong-san zieht On-yo zurück und das Mädchen bricht auf dem Boden zusammen und verwandelt sich schnell in einen vollwertigen Zombie. Sie versucht On-yo anzugreifen, aber der Junge stößt sie aus dem Fenster des Klassenzimmers, wodurch der Zombie in den Tod stürzt. Die Gruppe fühlt sich hoffnungslos, aber als Jong-san das offene Fenster sieht, wird ihm plötzlich klar, dass es noch eine weitere Möglichkeit gibt zu entkommen. Er schlägt vor, den Feuerwehrschlauch zu holen, mit dem sie das Gebäude herunterklettern können. Die anderen sind mit seinem Plan einverstanden, also schnappt er sich den Arm einer Anatomiepuppe. Er schafft es, den Schlauch lautlos zur Tür zu ziehen. Sein Plan ist aufgegangen und sie bauen damit eine Leiter.
Der junge So beschließt zuerst hinunterzugehen und lässt sich in den zweiten Stock hinunter. Überraschend stellt er fest, dass sich seine Lehrerin genau unter ihnen versteckt hat. Sie öffnet das Fenster, um den Jungen reinzulassen, und die anderen klettern alle zu ihm hinunter, bis auch die letzte Schülerin sicher angekommen ist. Die Schüler fragen die Lehrerin, ob sie die Polizei gerufen hat, und die Frau versichert ihnen, dass Hilfe unterwegs ist. Aber die Schüler sind überrascht, dass noch niemand aufgetaucht ist. Als der Nerd den Computer bemerkt, weist er darauf hin, dass das Internet noch funktionieren müsste. Und die Gruppe sucht nach Informationen über den Zombie-Ausbruch. Aber sie werden unterbrochen, als plötzlich die Düse des Feuerwehrschlauchs das Fenster zerbricht. Jong-san geht näher, um nachzusehen, als plötzlich ein Zombie herunterfällt. Er schnappt sich einen Mob und versucht, ihn herauszuschieben, aber der Mobstiel bricht auseinander. Da reißt der Junge es ihm aus der Hand und stößt den Stiel direkt in die Schulter des Monsters. Aber der Zombie will nicht sterben. Der Junge versucht schnell zu handeln, nimmt den Computer und schlägt den Zombie, sodass er vom Seil fällt. Okay, dieser Schüler ist ein Vollidiot. Er hat gerade eine der wertvollsten Ressourcen der Gruppe genommen und sie als stumpfe Waffe benutzt. Wenn der Junge etwas brauchte, um sich zu verteidigen, hätte er stattdessen eine Menge anderer Gegenstände werfen können, wie diesen Lautsprecher hier. In Wirklichkeit wäre dieser Zombie ein viel größeres Problem gewesen, denn ihm den Kopf einzuschlagen, wird ihn nicht plötzlich aus den Latschen hauen. Das bedeutet, dass wir eine bessere Strategie brauchen, um die Situation zu meistern. Wenn ich sie wäre, würde ich das andere Fenster öffnen. Dann würde ich einfach eins der Kabel nehmen und den Zombie damit zur Seite ziehen. Das würde einem anderen Schüler die Möglichkeit geben, sicher hinaufzuklettern und das Bein des Zombies zu entwirren. So riskant das auch klingt, es ist viel besser, als unseren einzigen Kontakt zur Außenwelt als stumpfe Waffe zu benutzen. Das Internet ist eines der nützlichsten Überlebensmittel auf diesem Planeten. Und auch wenn das Ganze hart klingt, macht das diesen Computer wertvoller als jeden einzelnen Schüler. Das ist ein wichtiger Punkt, denn eine der schwierigsten Anpassungen, die du in einer Zombie-Apokalypse vornehmen musst, ist, die Gruppe anstelle des Einzelnen in den Vordergrund zu stellen. Freundschaften sind wichtig, aber wir müssen uns auch vor unserer eigenen Menschlichkeit schützen, weil sie uns zu Entscheidungen führt, die unserem Überleben entgegenwirken. Dieses Mädchen hier ist das perfekte Beispiel, denn obwohl sie deutliche Anzeichen einer Infektion zeigt, verteidigt ihre Freundin sie gegen die ganze Gruppe. Diese Dynamik ist nicht sicher, also müssen wir eine Reihe von Grundregeln aufstellen, die das Risiko emotionaler Entscheidungen ausschalten, bevor es zu spät ist. Die erste Regel ist, jedes Mitglied der Gruppe, das infiziert sein könnte, unter Quarantäne zu stellen. Wir wissen noch nicht genau, wie lange es dauert, um sich zu verwandeln, denn dieser Schüler hat nur 30 Sekunden gebraucht, um sich zu verwandeln. Aber der Lehrer hier hat viel länger gebraucht. Deshalb würde ich auf einer 30-minütigen Quarantäne bestehen, bevor ich jemanden wieder in die Gruppe lasse. Das geht am besten, indem wir die Möbel im Raum benutzen und die Schülerin oder den Schüler so schnell wie möglich im Quartier verbarrikadieren, bis wir sicher sind, dass sie oder er keine Gefahr mehr darstellt. Die zweite Regel lautet, wenn du weißt, dass jemand gebissen wurde, sollte er oder sie den ehrenhaften Ausweg wählen, sonst musst du ihn oder sie töten. Das ist nichts Persönliches, sondern nur eine Sicherheitsmaßnahme. Und wenn wir alle zu viel Zeit damit verbringen, uns zu verabschieden, dann kann eine unschuldige Umarmung tödlich enden. Die dritte Regel besagt, dass sich jeder mit einem anderen Schüler bzw. einer anderen Schülerin zusammentun und ein Buddy-System bilden sollte, bei dem du allein für deinen Partner verantwortlich bist und andersherum. Das ist eine der einfachsten und effektivsten Überlebensstrategien, denn so hast du immer jemanden, der dir den Rücken frei hält. So haben auch die Guerillakämpfer der FARC in Kolumbien ihre Armee organisiert. Sie bilden Paare aus allen Soldaten, gehen aber noch einen Schritt weiter und wechseln regelmäßig die Gruppen. Auf diese Weise binden sich die Soldaten nicht aneinander und werden von emotionalen Entscheidungen abgehalten, wodurch die gesamte Armee geschützt wird. Der zusätzliche Vorteil dabei ist, dass niemand jemals allein ist. Wenn also jemand das Überleben der Gruppe aus egoistischen Gründen untergräbt, gibt es genug Verantwortlichkeit, um die Gruppe zu schützen. Sie alle nehmen sich einen Moment Zeit, um zu Atem zu kommen, wenn sie das hier bemerken. So wie die Nase eines Jugendlichen blutet, beschuldigt sie, ihn gebissen worden zu sein. Er verteidigt sich und erklärt, dass er bei dem Angriff ins Gesicht geschlagen wurde, aber die Gruppe weist darauf hin, dass er auch einen Kratzer in der Hand hat. Sie fügt hinzu, dass es eine Bisswunde ist. Die Schüler wissen nicht, wem sie vertrauen können, also schreitet die Lehrerin ein und sagt dem Jungen, er solle in der Aufnahmekabine bleiben, damit sie seine Symptome beobachten können. Der Junge akzeptiert die Abmachung und geht in den anderen Raum. Aber 30 Minuten später können alle deutlich sehen, dass er keine Symptome zeigt und dass sie sich getäuscht hat. Jetzt geht sie in die Aufnahmekabine, um sich zu entschuldigen, aber die anderen wissen nicht, dass sie sich in Wahrheit rächen will. Sie geht auf den Jungen zu, ergreift seine Hand und beginnt sie mit einem Lappen abzutupfen. Aber diese eine Aktion wird ihn umbringen. In der Nacht stellt das Mädchen die Gruppe zur Rede und behauptet, dass Jong-Soo immer noch infiziert ist. Sie glauben, dass sie lügt, aber als sie sich umdrehen, um den Jungen zu sehen, entdecken sie, dass seine Nase plötzlich wieder blutet. Erschrocken stellt der Junge fest, dass er infiziert wurde, aber er versteht nicht, wie das passiert ist. Der Junge verspricht zu gehen, um niemanden zu verletzen und geht zur Tür, als sich die Symptome plötzlich verstärken und er zusammenbricht und sich vollständig in einen Zombie verwandelt. Mit mörderischer Wut kommt er wieder auf die Beine und stürzt sich auf Jong-Sun, der im letzten Moment ausweicht und dafür sorgt, dass der Zombie durch das Fenster fliegt. Es ist tragisch und der Junge sieht zu, wie sein bester Freund in die Ferne rennt, weil er weiß, dass er ihn nie wieder sehen wird. Später ist die Gruppe traurig über ihren Verlust, aber die Klassensprecherin kommt auf Neon zu und beschuldigt sie, Soo vorhin ermordet zu haben. Sie hat gesehen, wie das Mädchen das Taschentuch an dem blutigen Mobstiel abgewischt und es in die Wunde des Jungen gerieben hat. Die anderen können nicht glauben, was sie da hören und sind wütend.
Sie zwingen sie, den Raum zu verlassen, und sie geht in den Flur mit dem Wissen, dass die Zombies sie töten werden. Die Lehrerin erkennt, dass sie alle sie einfach dem Tod überlassen haben und stürzt sich auf die Schülerin in der Hoffnung, sie retten zu können. Aber es ist zu spät. Sie werden von Zombies angegriffen und die Klasse hat nun ihre Lieblingslehrerin verloren. Okay, Nayeon war so wütend darüber, dass sie sich geirrt hat, dass sie diesen Typen buchstäblich infiziert hat, nur um ihr Gesicht zu wahren. Was ein Psychopath. Aber so erschreckend das auch ist, das Mädchen hat gerade bewiesen, dass sie das Zeug dazu hat, es zu überleben. Hätte sie diese kaltblütigen Instinkte bei Squid Game eingesetzt, hätte sie vielleicht sogar 45 Milliarden Yuan gewinnen können. Nach der Theorie der sozialen Identität sind Gruppenkonflikte unvermeidlich, wenn dein Status von jemandem mit geringem Selbstwertgefühl in Frage gestellt wird. Das kann passieren, wenn eine Gruppe keine interne Struktur hat, die Rollen und Hierarchien festlegt, damit alle zur Verantwortung gezogen werden können. Das Buddy-System ist eine großartige Lösung für dieses Problem, weil die Handlungen aller genau überwacht werden. Hätte sie einen Partner gehabt, hätte sie nie die Gelegenheit gehabt, ihn zu infizieren, und er wäre noch am Leben. Mit 3 Schülern und einer Lehrkraft, die ja alle an einem einzigen Tag gestorben sind, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Situation nur noch gefährlicher wird. Deshalb ist es am klügsten, wenn wir jetzt damit beginnen, provisorische Waffen als Schutzausrüstung zu basteln, um uns zu verteidigen. Wir können nicht ewig in diesem Raum bleiben, denn irgendwann werden wir Nahrung und Wasser brauchen. Zum Glück haben diese Schüler eine effektive Methode gefunden, um in andere Klassenzimmer zu gelangen, indem sie an der Seite des Gebäudes hoch und runter klettern. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich anfangen, alle wertvollen Ressourcen zu sammeln, die wir finden können. Zuallererst brauchen wir jede Menge Ausrüstung. Die am verletzlichsten Stellen sind deine Unterarme und Beine. Die beste Lösung ist also, Zeitungen oder Zeitschriften zu finden, die du um diese Körperteile kleben kannst. Als nächstes würde ich es riskieren, wieder nach oben ins Labor zu gehen, wo es Schutzbrillen geben sollte, die uns zusätzlichen Schutz bieten. Wir wissen bereits, dass Blut uns immer noch infizieren kann. Auch wenn das nicht so gut aussieht, wird diese zusätzliche Schutzschicht viel bewirken. Andere Dinge, die ich aus dem Labor mitnehmen würde, sind Bunsenbrenner und Kanister mit Butangas, die als Sprengstoff verwendet werden können. Außerdem sollten wir auf dem Weg nach einer Schere Ausschau halten, die im Notfall als Waffe dienen könnte. Niemand in dieser Gruppe hat auch nur daran gedacht, Vorräte zu finden oder sich zu bewaffnen. Wenn sie nicht anfangen, strategisch für Selbstverteidigung zu planen, werden sie nicht in der Lage sein, sich durch die Schule zu bewegen, um die Ressourcen zu bekommen, die sie am nächsten Morgen zum Überleben brauchen. Jung-Sun schaut aus dem Fenster und macht sich Sorgen, dass niemand kommt, um sie zu holen, aber der Junge hat eine Idee, wie er entkommen kann. Er erzählt Unio, dass alle ihre Handys noch unten sind, und sein Freund versucht ihn aufzuhalten, aber er ist entschlossen, Hilfe zu holen, und Sohyuk schließt sich ihm an. Sie klettern über den Sims und lassen sich in das Abflussrohr hinunter, um einen Blick in das Lehrerzimmer zu werfen. Er sieht eine Gruppe von Zombies, aber zu ihrem Glück werden sie plötzlich durch ein Geräusch auf den Flur gelockt. Das ist ihre beste Gelegenheit und die Jungs schleichen sich hinein, ohne ein Geräusch zu machen. Jung-Sun sieht ein Handy auf dem Boden und greift danach, aber die Zombies kommen wieder hinein und sein Freund greift ein, um zu entkommen, bevor es zu spät ist. Als er das Handy untersucht, stellt er fest, dass es zerbrochen ist und rennt zurück, um ein neues zu finden, während Soo-hyuk keine andere Wahl hat, als wieder nach draußen zu klettern. Schnell rennt Jung-Sun in den Flur, um der Zombieherde zu entkommen, und flüchtet in ein nahegelegenes Büro, wo er die Tür hinter sich schließt, aber überrascht feststellt, dass dieser Schläger den Schulleiter gefesselt hat. Der Mann schreit um Hilfe und Jung-Soo sagt dem Jungen, er solle aufhören. Er nimmt das Geschehen auf, um Beweise zu haben, und Gwi Nam erklärt, dass er jetzt der König der Schule ist. Und als der Schulleiter versucht wegzulaufen, dreht er sich um und schließt ihm die Kehle auf. Der Junge ist schockiert, aber da kommt der Typ schon auf ihn zu und verlangt das Handy, und er ist bereit, ihn dafür zu töten. Die beiden Schüler fangen an zu kämpfen und Jung-Soo schafft es, ihn über den Tisch zu stoßen, bevor er aus dem Raum rennt, während der Typ ihm hinterherläuft. Er rennt in die Bibliothek, aber der Ort ist völlig überfüllt mit Zombies. Es ist eine Sackgasse, aber er schafft es, den Monstern auszuweichen, indem er zur Sicherheit auf ein Bücherregal klettert. Der Tyrann folgt ihm hinauf, und so geht es quer durch die Bibliothek, bevor er ihn schnell packt und festnagelt. Jung-Sun kann nirgendwo mehr hin und die Zombies wollen ihn gerade packen, als er dem Jungen plötzlich das Handy ins Auge stößt und ihn über die Kante wirft. Der Zombieschwarm frisst ihn bei lebendigem Leibe, aber der Junge schwört, dass er sich rächen wird, als Jung-Sun aus der Bibliothek flieht. In seiner Verzweiflung rennt er zu einer kleinen Klappe im Flur und klettert in letzter Sekunde hinein, um sich in Sicherheit zu bringen. Es ist zwar eng, aber die Zombies können ihm nicht folgen und er hat endlich die Chance, um Hilfe zu rufen. Er schaltet das Handy ein und muss mit Entsetzen feststellen, dass alle Signale gestört sind. Der ganze Bezirk ist abgeriegelt und ihm wird klar, dass er das Ganze alleine überleben muss. Okay, das war nicht klug. Nach unten zu gehen, um die Handys zu holen, ist eine gute Idee, aber das Problem ist, dass diese Kinder überhaupt nicht vorbereitet waren. Sie haben weder Waffen noch irgendeine Art von Schutzausrüstung und das macht diesen Plan nur noch viel gefährlicher. Vorher in der Cafeteria konnte man eine wirklich wichtige Beobachtung über das Verhalten dieser Zombies machen. Als Jung-San den Zombie zu Boden getreten hat, griff ihn der Zombie nicht direkt wieder an. Er rannte sofort in die entgegengesetzte Richtung, um einen anderen Schüler in der Nähe anzugreifen. Das bedeutet, dass die Zombies sich nur auf die letzte Sache konzentrieren können, die ihre Aufmerksamkeit erregt und nicht die geistige Kapazität haben, sich etwas zu merken. Das ist ein großer Vorteil und bedeutet, dass wir in der Lage sein sollten, sie von einer Konfrontation mit jeder Art von Lärm oder visueller Ablenkung wegzulocken.
Wir sollten die Lautsprecheranlage nicht benutzen, weil die Lautsprecher über den Decken angebracht sind und die Zombies nach oben schauen würden. Zum Glück für uns ist diese Schule voller interessanter Ressourcen, die uns bei diesem Experiment helfen. An meiner Stelle würde ich zuerst den Feuerwehrschlauch zum Labor hochklettern, mir einen Bunsenbrenner-Set schnappen und es wieder runter ins Lehrerzimmer brennen. Dann können wir einige dieser Bücher anzünden und sie in die gegenüberliegende Ecke des Raumes werfen. Nach dem, was wir bisher gesehen haben, werden sich die Zombies sofort zu der Ablenkung hingezogen fühlen, weil sie einen Sinnesreiz darstellt und sie werden uns die Gelegenheit geben, uns reinzuschleichen und ein Handy zu schnappen, während niemand hinsieht. Wir können das sogar testen, bevor wir den Raum betreten. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Zombies keinen Schmerz empfinden. Das heißt, sie haben keinen natürlichen biologischen Mechanismus, der sie vor Schaden bewahrt, und es ist gut möglich, dass sich die Zombies dabei selbst anzünden. Wir müssen uns auch keine Sorgen machen, dass die Schule in Brand gerät, denn wie wir in der Cafeteria gesehen haben, funktioniert die Sprinkleranlage des Gebäudes noch und wenn die Flammen zu groß werden, würde sie der Alarm auslösen und das Feuer würde gelöscht werden. Jetzt gibt es eine interessante Möglichkeit, die sich uns bietet, denn wenn ein Mensch stirbt, beginnt sein verwesender Körper, die Enzyme aus den Zellen zu entfernen und eine große Menge Gas zu produzieren. Das Überraschende daran ist, dass einige dieser Gase brennbar sind, wie Methan und Ammoniak. Wenn dieser Zersetzungsprozess schneller als normal abläuft, besteht die Möglichkeit, dass all diese Zombies mit brennbaren Gasen gefüllt sind, die nur darauf warten zu explodieren und dass ein Feuer ausreicht, um sie wie Bomben anzuzünden. Das ist zwar nur eine Theorie, aber es ist nicht schwer, es zu testen und Wege zu finden, es anzuwenden. Die Anatomie der Zombies gegen sie zu verwenden, ist die klügste Methode, um zu überleben. Im Audioraum macht sich Unio Sorgen um Chongsan, hat aber plötzlich eine Idee, wie sie ihm helfen kann. Sie erinnert sich daran, dass der Wissenschaftsclub Drohnen für ein Schulprojekt gebaut hat und das ist die beste Möglichkeit, um herauszufinden, wo ihr Freund ist. Der Streber erklärt sich bereit zu helfen und sie klettern das Seil hoch, um sie zu holen. Sie finden die Drohnen und bringen sie zurück ins Klassenzimmer, wo sie eine aufstellen und mit einem Zettel nach draußen schicken, um nach ihrem vermissten Freund zu suchen. Als sie die Schule durchsuchen, finden sie Chongsan lebend im Musikraum. Er hat es aus der Wartungsluke geschafft und die Gruppe freut sich sehr, aber ihr Leben wird noch viel, viel schwieriger werden. In der Bibliothek wacht der Typ auf, nachdem er angegriffen wurde. Er hat irgendwie überlebt, aber er hat sich nicht in einen Zombie verwandelt. Der Junge ist immun gegen das Virus und jetzt hat er die Chance, sich an Chongsan zu rächen. Im Aufnahmeraum spricht Unio mit ihrem Freund Jimmy, die mit der Situation überfordert ist und sich ausruhen muss. Sie legt ihren Kopf auf den Schreibtisch, drückt aber versehentlich den Knopf der Gegensprechanlage und alarmiert damit alle außerhalb der Klasse. Die Klassensprecherin geht in den Raum, um sie auszuschalten, und da hat sie eine clevere Idee. Das Mädchen erklärt, wenn sie die Lautsprecheranlage nutzen, um auf einer Seite des Flurs Musik zu spielen, werden die Zombies dorthin rennen. So können sie Chongsan retten und gemeinsam auf das Dach gehen. Sie stimmen alle zu und nachdem der Plan steht, beginnt die Musik in der ganzen Schule zu spielen. Sofort beginnen die Zombies die Gänge zu räumen, um dem Klang zu folgen. Und der Plan funktioniert, aber es gibt ein Problem. Einer der Zombies steckt in der Wand vor ihrem Zimmer fest und will nicht gehen. Sie wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Und so geht die Gruppe auf den Flur hinaus und schleicht leise hinaus, bis der Nerd seine Flasche fallen lässt. Das alarmiert den Zombie, der sich umdreht und die Gruppe sprintet die Treppe hinauf, während Soyeok zurückbleibt, um das Monster zu bekämpfen. Er wird zu Boden geworfen und kurz bevor er sterben soll, wird er plötzlich in letzter Sekunde von dem Tyrannen gerettet. Gwi-nam fragt, wo Chongsan ist und erklärt, dass er sich für das rächen will, was er seinem Auge angetan hat. Aber Soyeok weigert sich. Wütend greift der Tyrann ihn an, wirft den Jungen zu Boden und packt ihn an der Kehle. Da eilt die Klassensprecherin zu Hilfe, aber Gwi-nam beißt sie in den Arm und wirft das Mädchen zur Seite. Er will sie gerade umbringen, als Soyeok ihn anrempelt und den Schüler aus dem Fenster wirft. Okay, Chongsan hat richtig verkackt. Er hat sich diesen Tyrann zum Feind gemacht und jetzt ist er zurückgekommen, um sich zu rächen. Wir sollten uns wirklich Sorgen machen, denn dieser Typ ist völlig immun gegen das Virus. Dieser Junge hat die Freiheit, jeden Aspekt unseres Überlebens zu sabotieren und um neun Leben zu schützen, müssen wir uns wirklich überlegen, ob wir Chongsan lieber aufgeben sollen oder nicht. Im Moment ist es schon ein Vollzeitjob, am Leben zu bleiben, aber wenn du deine Karten richtig ausspielst, können wir dieses Problem in eine Chance verwandeln. Wenn die Zombies Gwi-nam nicht als Menschen erkennen, bedeutet das, dass er Essen finden kann, Zombies aus den Gängen locken kann und sogar nach draußen gehen kann, um weitere nützliche Ressourcen zu holen. Mit all dem im Kopf ist es eigentlich unverantwortlich, Chongsan zu beschützen, denn das bringt alle in der Gruppe in Gefahr, solange er hier ist. Am besten versuchst du eine Abmachung mit dem Typen zu schließen und die Bedingungen für die Auslieferung auszuhandeln. Es ist nichts Persönliches, es geht nur ums Überleben. Und gerade in einer Zombie-Apokalypse werden wir alle schwierige Entscheidungen wie diese treffen müssen. Was ihren Fluchtplan angeht, kann ich nur sagen, dass sie viel zu lange gebraucht haben, um ihn zu entwerfen. Die Schüler saßen mehr als einen ganzen Tag und eine ganze Nacht in diesem Raum und haben erst jetzt daran gedacht, mit der Lautsprecheranlage zu experimentieren? Das hätte das Erste sein müssen, was sie sich ansehen, denn jeder einzelne Gegenstand muss als potenzielles Überlebensmittel in Betracht gezogen werden. Diese Schüler haben buchstäblich mehr Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie man eine provisorische Toilette baut, statt eine Waffe, und das ist tragisch. Zumindest haben sie das Richtige getan und die Drohne benutzt, aber sie haben trotzdem einen großen Fehler gemacht. Wenn ich in dieser Situation eine Drohne
Drohne hätte, würde ich sie nicht länger als 10 Minuten am Stück losschicken. Die Akkus dieser Dinger haben eine extrem kurze Lebensdauer und die Drohne ist viel zu wertvoll, um sie nur einmal zu benutzen und dann abstürzen zu lassen. Sie hätten es zum Aufladen zurückbringen sollen, denn es gab noch einen weiteren Vorteil, den die Schüler nicht bedacht haben. Im Moment ist es extrem gefährlich, das Klassenzimmer zu verlassen und Ablenkungsmanöver funktionieren bisher nur in isolierter Umgebung, in denen die Zombies an einen einzigen Ort gelockt werden. Diese Drohne ändert das, denn sie macht genug Lärm, um die Zombies anzulocken und kann sich mindestens 10 Minuten am Stück durch das Gebäude bewegen. Deshalb ist es das Klügste, diese Drohne zu benutzen, um systematisch alle Zombies aus dem Flur in die Treppe hinauf zu jagen, damit wir die Chance haben, völlig unbemerkt zu den Vorräten zu gelangen. Auf der Karte sehen wir, dass es 3 Treppenhäuser gibt und das bedeutet, dass die Drohne ein paar Runden drehen kann, um die Zombies nach oben zu locken, während wir nach unten gehen und alle Treppenhäuser in einer organisierten Aktion verbarrikadieren. Die Gruppe kommt schließlich im Musikzimmer an und alle sind froh, dass Jong-San noch am Leben ist. Schnell ziehen sie die Vorhänge zu, um die Zombies abzuhalten und nehmen sich einen Moment Zeit, um zu verschnaufen. Doch dann bemerkt das Mädchen etwas Schreckliches. Die Klassensprecherin ist gebissen worden und alle Schüler geraten in Panik. Doch Soo-hyuk verteidigt sie und meint, dass sie von dem Tyrannen gebissen wurde. Kein Zombie, aber es gibt ein Problem. Jong-San verrät, dass er mit eigenen Augen gesehen hat, wie Gwi-nam gebissen wurde. Und dass er sicher weiß, dass das Mädchen infiziert sein muss. Der Junge beharrt darauf, dass Gwi-nam kein Zombie war, aber da klettert das Mädchen auf die Fensterbank und erklärt, dass sie bereit ist, sich für die Gruppe zu opfern, wenn sie sich verwandelt. Soo-hyuk wartet mit ihr, um zu sehen, was passieren wird. Aber nach einer Weile beginnt das Mädchen etwas Seltsames zu fühlen. Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass sie sich irgendwie dagegen gewehrt hat, ein Zombie zu werden, aber sie ist auch nicht ganz menschlich. Und sie beschließen, sie in der Gruppe zu behalten, obwohl sie wissen, dass sie damit alle in Gefahr bringen. Später setzt sich Soo-hyuk zu dem infizierten Mädchen, um ihre Symptome zu beobachten, doch plötzlich hört die Klassensprecherin etwas Seltsames. Sie geht langsam zur Wand, um herauszufinden, woher das Geräusch kommt, aber niemand sonst kann etwas hören. Da merkt das Mädchen, dass ihr Gehör gestärkt wurde und dies ein Symptom des Virus sein muss. Sie fühlt sich unwohl und besteht darauf, dass sie nicht ewig hier bleiben können und auf das Dach müssen. Aber Eun-yoo hat bereits eine brillante Idee. Gemeinsam sammeln die Schülerinnen und Schüler alle Möbel ein und bauen eine massive Barrikade in der Mitte des Raumes auf, wobei sie die Videokamera mit dem Soundsystem verbinden, damit sie die Zombies auf der anderen Seite hören können. Sie öffnen die Tür und lassen die Zombies in den Raum. Dabei machen sie so viel Lärm wie möglich, um sie anzulocken, bis der Gang draußen frei ist. Ihr Plan funktioniert und die Gruppe verlässt nach und nach die Barrikade. Aber sie bemerken nicht, dass der Tyrann den Sturz überlebt hat und genau weiß, wohin sie gehen. Die Gruppe geht die Treppe hinauf und rennt auf das Dach, aber sie entdecken, dass die Tür verschlossen ist. Sie bemerken nicht, dass sich auf der anderen Seite ein anderer Schüler befindet, der die ganze Zeit darauf gewartet hat, gerettet zu werden. Plötzlich sieht er in der Ferne einen Hubschrauber, der direkt auf die Schule zufliegt. Im Treppenhaus kann die Gruppe die verschlossene Tür nicht durchbrechen und die Zombies kommen ihr immer näher. Sie werfen eine Plane über das Treppenhaus, um sie daran zu hindern, nach oben zu kommen und der Plan scheint zu funktionieren, aber dann kommt der Tyrann durch. Er ist hier, um sich zu rächen und Jong-san erkennt, dass er einen schrecklichen Fehler gemacht hat. Gwi-nam klettert die Treppe hinauf und schafft es, den Angriff des Jungen abzublocken, bevor er ihn zu sich heranzieht. Der Tyrann will ihm gerade ein Auge ausstechen, als die Klassensprecherin eingreift, ihn an der Kehle packt und die Treppe hinunterwirft. Jong-san kann nicht glauben, was er gesehen hat und das Mädchen starrt geschockt auf ihre Hand, überrascht von ihrer neu gewonnenen Stärke. Draußen lässt sich das Rettungsteam auf das Dach hinunter und die Soldaten steigen aus, um zu fragen, ob noch jemand im Gebäude ist. Aber der Junge lügt und sagt ihnen, dass er der Einzige ist, der noch übrig ist und steigt in den Helikopter. Sie fliegen los, während der Junge zurückblickt und er weiß ganz genau, dass er gerade seine ganze Klasse im Stich gelassen hat. Die anderen Überlebenden schaffen es schließlich, die Tür aufzubrechen, aber es ist zu spät. Der Hubschrauber hat bereits abgehoben und sie haben ihre einzige Chance auf Hilfe verloren. Okay, das ist scheiße. Es gibt keine Möglichkeit, den Hubschrauber zu alarmieren, damit er uns abholt. Und jetzt sitzen wir alle ohne Grund auf diesem Dach fest. Alles, was sie gerade getan haben, war umsonst. Und das ist eine Schande, denn die Kinder haben eigentlich gute Arbeit geleistet, bis auf ein peinliches Detail. Als sie das Klassenzimmer verließen, haben sie beide Türen weit offen gelassen, was so ziemlich der dümmste Fehler ist, den man machen kann. Wir haben bereits Beweise dafür gesehen, dass diese Zombies völlig hirnlos sind und nur auf einen Sinnesreiz gleichzeitig reagieren können. Das bedeutet, dass wir in der Lage gewesen wären, hinauszulaufen und beide Türen zu schließen, ohne dass sie es überhaupt bemerkt hätten. Und es ist gut möglich, dass die Zombies drinnen geblieben wären, bis sie durch etwas anderes abgelenkt worden wären. Was die Schüler nicht wissen, ist, dass dieses Dach der gefährlichste Ort auf dem gesamten Schulgelände sein könnte. Erstens sind wir dem Wetter ausgesetzt und es gibt weder fließendes Wasser noch Essen. Außerdem gibt es nur einen Ausweg und der könnte eine Todesfalle sein, wenn die Zombies durchbrechen. Aber das Gefährlichste an diesem Ort sind eigentlich die Moskitos. Es mag wie ein kleines Problem in einer Zombie-Apokalypse erscheinen, aber wenn du darüber nachdenkst, töten Moskitos bereits mehr Menschen als jedes andere Tier auf der Erde. Und wenn sie zu Überträgern des Zombie-Viruses werden, dann wird die Situation jenseits aller Vernunft sein. Wir haben bereits gesehen, dass andere Tiere infiziert werden können, weil es in diesem Hamster begann, was bedeutet, dass das Virus artenübergreifend übertragen werden kann und außerhalb eines menschlichen Wirts leben kann. Wenn man bedenkt, dass die Mücke bereits Träger von Malaria, dem Gelbfieber und weiterer Krankheiten ist, ist es nicht abwegig zu denken, dass sie auch Träger des Zombie-Virus sein könnte. Interessant ist auch, dass Moskitos unsere CO2-Präsenz nutzen, um eine potenzielle Nahrungsquelle zu erkennen. Das sollte eine gute Nachricht für uns sein, denn es ist eine weit verbreitete Annahme, dass Zombies nicht atmen, aber das ist nicht wahr. Zombies können atmen und machen das auch, denn könnten sie nicht ausatmen, können sie ebenfalls nicht stöhnen.
Es ist auch wichtig zu wissen, dass Zombies immer noch ein funktionierendes Gehirn brauchen, um ihre grundlegenden Bewegungen und motorischen Fähigkeiten auszuführen. Damit das Blut durch das Gehirn zirkulieren kann, muss es einen Prozess geben, der das Blut ohne die Hilfe des Herzens pumpt. Wenn das Blut gepumpt wird, wird immer noch CO2 freigesetzt und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass eine Mücke einen Zombie im Frühstadium als potenzielle Nahrungsquelle betrachtet. Das ist absolut beängstigend und es bedeutet, dass wir durch einen einzigen Mückenstich mit einem Zombie-Virus infiziert werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass sich auf den Dächern bei Regen leicht Wasserpfützen ansammeln können, welches ein perfekter Nährboden für Mücken ist, was diesen Ort zu einer Todesfalle macht. Aus diesem Grund hätten die Schüler nicht hierher kommen sollen, denn jetzt sind sie einem potenziellen Risiko ausgesetzt, das sie nicht kontrollieren können. Später am Abend sind die Schüler deprimiert. Sie haben ihre beste Chance, gerettet zu werden, verloren, aber dann beginnt es plötzlich zu regnen. Die Gruppe hat seit über einem Tag kein Wasser mehr getrunken und sie trinken so viel sie können. Das ist das Beste, was die ganze Nacht passiert ist, aber Jung-sun bemerkt etwas Seltsames. Die Klassensprecherin hält sich die Ohren vor dem Donner zu, weil ihr empfindliches Gehör darunter leidet und das bringt ihn auf eine clevere Idee. Die Zombies können während eines Gewitters nichts hören und das ist die beste Chance zu entkommen. Er erzählt den anderen von seinem Plan und obwohl es riskant ist, sind sie sich alle einig, dass dies ihre einzige Hoffnung ist zu überleben. Leise bahnt sich die Gruppe ihren Weg die Treppe hinunter und durch die Flure vorbei an den Zombies, die vom Donner überwältigt werden. Sie fliehen aus dem Schulgebäude und bewegen sich an einer Wand entlang, bis sie diesen Lastwagen erreichen, aber dort bricht alles zusammen. Jung-sun prüft, ob der Weg nach vorne sicher ist, aber er sieht jemanden, den er hier nicht erwartet hätte. Es ist seine Mutter und sie ist ein Zombie geworden. Den anderen ist klar, dass sie sofort von hier verschwinden müssen. Sie ziehen Jung-sun weg, der zu aufgewühlt ist, um weiterzumachen. Die Schüler rennen so schnell sie können und zerren ihn über den Parkplatz, während er nach seiner Mutter schreit. Der Lärm aber zieht die Aufmerksamkeit einer Horde Zombies auf sich und die Gruppe rennt über das Feld, aber eines der Mädchen fällt zurück und stolpert zu Boden. Ihre Freundin will zurücklaufen, um ihr zu helfen, aber da kommt ein Zombie auf sie zu. Sie beschließt, sich stattdessen selber zu retten, aber in letzter Sekunde kommt Woo-jin zu Hilfe, als der Zombie plötzlich einen Pfeil in den Kopf bekommt. Sie wurde gerade von der Schwester des Jungen gerettet. Jang Ha-ri war die ganze Zeit auf der Suche nach ihm und jetzt, wo sie wieder vereint sind, drängt das Mädchen die Schüler zur Sporthalle zu gehen. Alle Überlebenden rennen in das Gebäude, um Schutz zu suchen und einen Moment zu verschnaufen. Doch dann schlägt ein Blitz ein und enthüllt eine große Gruppe von Zombies auf der anderen Seite des Raumes. Sie sind ihnen zahlenmäßig völlig unterlegen und die Schüler rennen um ihr Leben und schaffen es, in diesem Lagerraum Schutz zu finden. Jetzt aber sitzen sie in der Falle und können nirgendwo mehr hinlaufen. Die Zombies warten immer noch draußen auf sie und die Überlebenden haben keine andere Wahl, als die Nacht dort zu verbringen. Okay, das Dach war schon kein guter Ort zum Bleiben, aber das hier ist wohl noch viel, viel schlimmer. Es gibt nur einen Weg nach draußen und ohne Essen und Wasser werden sie hier sterben, es sei denn, sie bekämpfen die Zombies vor der Tür. Es ist schwer klar zu denken, wenn man buchstäblich um sein Leben rennt, aber sie hätten sich definitiv fragen sollen, ob es wirklich die beste Lösung ist, in ein anderes Gebäude zu rennen. Das ist das erste Mal seit Beginn des Ausbruchs, dass sie es nach draußen geschafft haben und wir haben bereits festgestellt, dass der Lärm des Gewitters ihnen bei der Flucht hilft. Winam hat außerdem versprochen, dass er nicht aufhören wird, bis Jung-sun tot ist. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf müsste ich also vorschlagen, dass wir die Schule komplett meiden und uns zum nahegelegenen Fluss begeben. Der größte Vorteil, ein Gewässer zu erreichen, ist, dass die Zombies nicht schwimmen können. Das wissen wir, weil sie auch nicht klettern können und beide Aktivitäten eine fortgeschrittene Motorik erfordern, zu der sie nicht fähig sind. Die Nutzung eines großen Gewässers wird die Zombies verlangsamen und das macht es zu einem unmittelbaren Werkzeug für unser Überleben. Diese Schule in der fiktiven Stadt Yusun ist zufällig an einem Fluss namens Han, der durch Seoul fließt. Wenn wir es schaffen, den Fluss sicher zu erreichen, können wir es bis zum Gelben Meer schaffen. Aber es gibt ein Problem. Angenommen, sie sind hier am Stadtrand von Seoul. Sie müssten dann bis zu 100 Kilometer weit treiben, bevor sie das Ufer erreichen. Das mag vor den Zombies sicher sein, aber ohne irgendetwas, das schwimmt, würden wir es nicht lange schaffen. Zum Glück können uns die Navy Seals dabei helfen, denn in ihrem eigenen Überlebenstraining bringen sie den Soldaten bei, ihre Hose als improvisierte Schwimmhilfe zu benutzen, indem sie die Beine verknoten und Luft einfangen. Auf diese Weise kann man so lange treiben, wie es nötig ist, und es ist die beste Chance, eine sichere Umgebung zu erreichen, ohne in noch mehr Gefahr zu geraten. Am nächsten Morgen versuchen die Schüler optimistisch zu bleiben, aber die Klassensprecherin spürt etwas Beunruhigendes. Immer mehr Zombies versammeln sich und ohne Nahrung und Wasser wird den Überlebenden klar, dass sie hier nicht bleiben können. Die Gruppe braucht etwas, um die Horde zu durchbrechen und da bekommt Soo-hyuk eine Idee. Er schlägt vor, die Ballkäfige als bewegliche Barrikade zu benutzen und sie miteinander zu verbinden, um einen vollständigen Schutzkreis zu bilden. Und sie stimmen dem Plan zu. Die Schüler bauen Schilde und ziehen ihre Rüstungen an, um sich auf den Krieg vorzubereiten. Die Jungen öffnen die Tür und die Gruppe stürmt hinaus. Sie ziehen die Barrikade um sich herum, während die Zombies auf sie zustürmen. Die Zombies können nicht durchbrechen und die Schüler laufen vorwärts, um die Monster zurückzudrängen, aber es sind viel zu viele. Die Gruppe kann nicht an ihnen vorbeikommen und sitzt nun völlig fest. Ein Zombie packt einen der Überlebenden und die Gruppe schafft es, ihn zu befreien, aber er wird in die Hand gebissen. Ihm wird klar, dass er seine Freunde töten wird, wenn er sich verwandelt und beschließt, sich im Kampf zu opfern. Der Junge springt über den Käfig und fängt an, die Zombies von der Barriere zu ziehen, damit die anderen weitergehen können. Das ist nun ein weiterer Freund, den sie verloren haben und die Gruppe kann nichts anderes tun, als weiterzumachen, um zu überleben. Schließlich erreichen die Schüler die andere Seite der Turnhalle und versuchen die Tür zu öffnen, aber müssen mit Entsetzen feststellen, dass sie verschlossen ist. Es gibt keine Möglichkeit durchzubrechen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Zombies sie fressen.
und Yu ist entschlossen zu fliehen und will gerade aus der Tür rennen, als sie sich plötzlich auf der anderen Seite öffnet. Sie ist schockiert, ihren Vater dort stehen zu sehen und umarmt ihn, erleichtert, dass er zurückgekommen ist, um sie zu retten. Nun rennen die Schüler so schnell sie können hindurch und schließen die Tür, aber sie haben keine Zeit zu verlieren. Der Vater sagt ihnen, dass sie zu den Tennisplätzen rennen und den Berg überqueren sollen, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber die Zombies sind schon auf dem Weg. Sie rennen den Berg hinauf, schaffen es durch den Zaun und der Vater schließt das Tor hinter ihnen ab. Aber es gibt ein Problem. Die Zombies haben sie umzingelt und sind schon dabei einzubrechen. Der Vater hat dann eine geniale Idee. Er zündet eine Fackel an und wirft sie in die gegenüberliegende Ecke des Tennisplatzes. Alle Zombies werden durch die Flammen abgelenkt und sie merken, dass der Plan funktioniert. Der Vater drängt seine Tochter zur Flucht und er schiebt die Schüler durch die Tore, aber plötzlich schließt er die Tür. Der Mann hat sich selbst eingeschlossen und sagt seiner Tochter, dass sie fliehen soll, solange sie noch die Chance dazu hat. Es ist das letzte Mal, dass sie ihren Vater sieht und sie haben keine andere Wahl, als weiterzugehen, um zu überleben. Die Gruppe rennt durch eine Baustelle und läuft schnell nach oben, als sie von weiteren Zombies gejagt werden. Sie sind gezwungen, aus dem Fenster auf das Gerüst zu klettern, um sich zu verstecken und können nirgendwo mehr hinlaufen. Sie müssen zurück ins Haus gehen, um zu entkommen, aber da hören sie den Tyrannen, der sich nähert. Er steckt seinen Kopf aus dem Fenster und Shang-San versucht, ihm einen Schlag auf den Kopf zu verpassen, aber der Typ ist zu schnell für ihn. Die beiden fangen an zu kämpfen und er ist der Kraft von Guinam nicht gewachsen, der ihn überwältigt. Der Kerl packt Shang-San und beißt ihm in den Arm, um ihn mit dem Virus zu infizieren, aber er gibt nicht auf. Er stößt den Jungen plötzlich von der Kante und lässt ihn auf den Boden fallen. Der Schüler erkennt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er sich verwandelt. Er verabschiedet sich von seiner besten Freundin und gibt ihr etwas, das sie an ihn erinnern wird. Es ist ein rührender Moment und so klettert Shang-San wieder hinein, um seinen Freunden bei der Flucht zu helfen. Er rennt durch das Gebäude und lockt alle Zombies in einen Aufzugsschacht, wo sie in seine Falle stürzen. Sie nutzen ihre Chance und seine Freunde verlassen die Baustelle und machen sich auf den Weg in die Berge, denn sie wissen, dass er ihnen gerade das Leben gerettet hat. In diesem Moment findet der Rüpel Shang-San, der ihn schnell überwältigt und sich schließlich rächt, indem er ihn zu Boden wirft. Der Tyrann fängt dann an, ihm das Auge auszukratzen. In der Zwischenzeit hat das koreanische Militär beschlossen, dass es keine Möglichkeit gibt, das Virus einzudämmen und dass die einzige Möglichkeit, seine Ausbreitung zu stoppen, darin besteht, Raketen auf den Bezirk abzuschießen. In diesem Moment explodieren die Bomben und die Schüler blicken auf die Explosion zurück und stellen fest, dass ihr Freund für immer verloren ist. Am nächsten Morgen schaffen es die Schüler über den Berg und erreichen eine nahegelegene Stadt, die sicher zu sein scheint. Doch die Klassensprecherin hält plötzlich an und setzt ihr verbessertes Gehör ein. Das Mädchen sagt ihnen, dass sich eine Horde Zombies nähert und sie sofort von hier verschwinden müssen. Die Gruppe rennt durch die Straßen, um zu entkommen, aber dieser Junge fällt plötzlich hin. Er ist zu verletzt, um weiterzugehen und sie haben keine andere Wahl, als zu den Waffen zu greifen und sich auf den Kampf ihres Lebens vorzubereiten. Die Zombies stürmen auf sie zu und die Schüler verteidigen sich mit allen Mitteln, die nötig sind, um zu überleben. Da sieht der Junge, dass ein Zombie auf seine Schwester zurennt. Er wirft sich vor sie und rettet dem Mädchen das Leben, während es ihm in die Schulter beißt. Die anderen schaffen es, das Monster von ihm wegzuziehen und es zu töten, aber der Schaden ist bereits angerichtet. Wu-Jin ist infiziert und verwandelt sich nun in einen Zombie. Doch bevor er jemanden angreifen kann, packt ihn die Klassensprecherin von hinten und bricht ihm das Genick. Sie hat ihnen gerade das Leben gerettet, aber die anderen sind von ihrer Brutalität traumatisiert. Das Mädchen merkt, dass sie langsam die Kontrolle über sich selbst verliert und es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie versucht, ihre Freunde zu fressen. Das Mädchen beschließt, zurückzubleiben, um sie in Sicherheit zu bringen. Die Gruppe zieht nun weiter, bis sie einen Militärkontrollpunkt erreicht und die Soldaten sie in ein Flüchtlingslager bringen. Dort sind sie endlich vor den Zombies sicher, aber nach all dem, was sie durchgemacht haben, werden sie sich von dem Wissen nie wieder erholen können. 3 Monate später versammelt sich die Gruppe, um all ihren Freunden, die sie verloren haben, die letzte Ehre zu erweisen. Als das Mädchen plötzlich ein Lagerfeuer in der Ferne sieht. Es ist dort, wo ihre Schule war und sie beschließen, es zu überprüfen. Als sie merken, dass jemand überlebt haben muss, gehen sie zurück zum Dach, wo das Feuer noch brennt und fragen sich, wer es angezündet haben könnte. Doch dann tritt jemand aus dem Schatten und sie erkennen, dass es die Klassensprecherin ist. Alle sind froh, wieder vereint zu sein und Eun-Yu lädt sie ein, mit ihnen zu kommen. Aber das Mädchen besteht darauf, dass sie das nicht kann. In der Schule gibt es noch viele andere wie sie und sie will sie beschützen. Als sie die Rufe ihrer neuen Zombie-Freunde hört, rennt sie vom Dach und lässt sie allein zurück, während ihnen klar wird, dass der ganze Ausflug hierher eine reine Zeitverschwendung war. Aber was sagt ihr? Wie würdet ihr All of Us Are Dead überleben? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann hören wir uns auch schon zum nächsten Mal.